Alina Möller, es ist vollbracht. 3:0 gewinnen in der Finalserie, auch dank Goal von Ihnen. Wie haben Sie jetzt vor allem das dritte Finalspiel erlebt, das ja zuerst harzig war und dann irgendwie einfach von selber fast schon gegangen? Ja, die ersten zwei Drittel waren wirklich nicht super von uns. Wir müssen durchbeissen, sie haben gut dagegen gehabt. Ja, am Schluss, ich glaube, es hat schon einen Vorteil, wenn man mit 2:0 in das Spiel geht, so also in der Serie. Und, wir haben gewusst, wir haben Geduld, wir müssen nicht im ersten Drittel entscheiden. Ja, nachher sind wir gegangen, im letzten Drittel sind die Goal reingefallen und dann haben wir es können so sicher heimbringen. Ja. Für Sie ist es eine spezielle Situation, die erste Vollsaison jetzt im ersten Team der Lions-Frauen. Und Sie gehen jetzt auf Nordamerika und machen das mit einem Titel im Sack. Was bedeutet das Ihnen oder was gibt das Ihnen für ein Gefühl? Ja, das ganze Jahr ist für mich halt super gelaufen. Ich habe mit einem mega guten Gefühl jetzt hier die Schweiz verlassen. Ich freue mich mega auf Amerika. Ja, es war eine mega hilfreiche Saison. Das erste Mal nur Frauen gespielt. Ja, ich glaube, ich habe einen Schritt vorher gemacht. Ja, und wir hatten ein super Team, ich habe mega gerne mit Ihnen hier gespielt und es ist umso schöner, dass wir den Titel jetzt heimbringen können. Noch kurzer Blick in die Zukunft, was haben Sie für Erwartungen, denn, wenn Sie dann in Boston sind? Eigentlich gar keine. Ich freue mich wirklich einfach, dort Hockey spielen mit einem professionellen Umfeld. Wirklich 4 Jahre mich als Profi fühlen, dort das machen, was ich gerne 24 Stunden mache. Ja, also ich hoffe, ich habe eine coole Zeit dort, ein cooles Team und ja, sonst kommt es von Tag für Tag. Ich kann nicht planen, ich muss einfach schauen und ja, es wird sicher eine super Erfahrung. Alles Gute für die Zeit. Merci.